Ja, wir haben hier im Kanal ja erst gerade neulich über die neue Sony A7 R5 gesprochen. Ja, diese Namen sind Zungenbrecher, aber ich habe sie halbwegs drauf, weil die A7-Reihe von Sony ist so eines der Produkte, was ich sehr, sehr gut kenne und von Anfang an verfolgt habe. So in einer Reihe mit dem iPad, den Surfaces und der Apple Watch. Nun, Sony hat mir damals nicht nur die R5 geschickt, sondern auch die neue FX 30, die da hier, die ganz anders ausschaut als die anderen A7 und ein bisschen eine spezielle Kamera ist. Ich habe die letzten Wochen hier ausprobiert. Die R5 musste ja sofort wieder zurück. Das ist immer so eine Sache mit diesen Vorabkameras. Wenn man die noch geheim hat, dann müssen dann sehr schnell wieder zurück. Die hier ist ja nicht mehr geheim, die ist ja schon lange angekündigt worden. Die konnte ich jetzt wirklich die längste Zeit hier im Studio nutzen und ausprobieren. Weil die Kamera hat mich unglaublich gereizt. Ich habe sie die letzten, ja, ganz, ganz viele Videos, die in der letzten Woche oder in den letzten Wochen gesehen habt, habe ich mit der FX 30 gefilmt. Ja, ich habe die FX 30 hier oben montiert und runter gefilmt. Normalerweise hängt hier oben meine alte A7 III und ich habe die FX 30 dafür genutzt. Ich habe sie für B-Roll-Aufnahmen, was ich fast nie mache, genutzt und ich habe sie genutzt im Video zur R5, weil da hatte ich ja die R5 vor mir und die A7S III und habe ein bisschen verglichen und erklärt, was die Unterschiede sind. Und da brauchte ich natürlich eine Hauptkamera, um das Ganze zu filmen und da habe ich auch die FX 30 genutzt. Ich habe es auch hin und wieder erwähnt, dass ich die hier habe und habe ganz, ganz viele Fragen dazu bekommen. Darum dachte ich, komm, wir erklären die Kamera doch noch schnell, weil ich bin ja großer Fan der E10, der ganz, ganz günstigen APS-C-Kamera von Sony. Und die hier ist nicht ganz, ganz günstig, kann aber noch mal ganz, ganz viel mehr. Und darum haben viele Leute gefragt, wäre das nicht vielleicht doch was für mich und was muss man beachten? Und schauen wir sie uns an. Also das Design ruft schon Cinema-Kamera. Ja, alles mit Cinema ist absoluter Hype. Überall alle rufen immer Cinema, Cinema Footage, bla 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 bla. Aber ja, Sony hat eine Cinema Line, das sind die eigentlichen Videokameras, die sind eben nicht schwarz, die sind so ein bisschen titangrau und die kosten sehr, sehr viel. Aber sie haben dann letztes Jahr eine günstigere gemacht, die FX 3. Und jetzt haben sie das Gehäuse der FX 3, eine Vollformat Kamera halt, haben sie das Gehäuse genommen und einen APS-C-Sensor reingemacht, alles ein bisschen billiger, et voilà, die FX 30. Was macht das Ding nun zur Cinema-Kamera, abgesehen davon, dass hier Cinema Line steht? Da können Sie ja nochmal ausschalten. Nun, es hat überall Anschlüsse, wo man Sachen draufschrauben kann: Mikrofone, XLR-Adapter, überall hat es Gewinde hier. Das habe ich schon blockiert. Hier auf der Seite hat es wieder eins. Ja. Das ist das eine, was das ausmacht. Das andere ist, dass sie keinen Sucher hat. Man hat halt nur den Bildschirm, den man aber ausklappen kann, immerhin. Zip, zip. Und die Kamera ist insgesamt einfach auf Video ausgelegt. Schauen wir uns schnell an, was sie hat. Das sind die üblichen großen Akkus drin, die auch meine A7 haben. Darum kann ich da fließend wechseln. Vernünftigerweise hat Sony hier einen roten Knopf drauf gemacht. Da muss man immer höllisch aufpassen bei Testgeräten, dass man nicht seine Sachen mit den ausgeborgten Sachen vertauscht und Sachen zurückbehält oder zu viel zurückschickt. Das ist immer eine logistische kleine Meisterleistung. Dann, was haben wir noch? Zwei Speicherslots für SD und die neuen Typ-A-Karten. Oben großen Record-Knopf, dass man auch ja das Video startet. Der Joystick ist auch oben. Hier vorne, wo sonst der Power-Knopf ist bei den A7-Kameras, ist ein Zoom-Knopf, wo man rein, rauszoomen kann, wenn man das denn möchte. Möchte ich ja nie. Und was muss man noch schauen? Ja, eingeschaltet wird die Kamera hier hinten mit einem Regler. Zack. Ja, NTSC habe ich eingestellt und das Menü kennen wir ja schon mehr oder weniger, ist das übliche neue Sony-Menü, das gute. Was es auch hat, ist dieses Schnellmenü, das ist noch relativ neu. Das ist noch praktisch, ehrlich gesagt, weil das fast immer alles, was man braucht, ist da schon drin. Aber ja, hat natürlich inzwischen ein bisschen viele Schnellmenüs, weil die FN-Taste hat man ja auch noch mit einem Schnellmenü und dann hat man da auf Menü nochmal ein Schnellmenü. Aber lieber zu viele Schnellmenüs als zu wenige.
Was noch interessant ist, weil sie ja kein Modusrad hat, hat sie hinten den Mode-Knopf und dann kann man hier einfach den Modus auswählen. Zack, zack, zack. Da wieder zurück auf Video. Ah, die Heizung funkt gerade noch ins Video. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, dass die automatisierte Heizung hier im Büro, die gerade festgeschaltet ist. Es ist zu warm, sie kühlt wieder runter. Sehr gut. Aber jetzt könnte sie es dann mal haben. Kst. So, sehr gut. Ja, das ist das Menü des Ganzen und Anschlüsse, was haben wir? Halt immer super praktisch einen vollen HDMI-Anschluss. Bis ich gemerkt habe, dass das hier Klappen sind. Haben wir auch noch USB-C haben wir drin, Kopfhörer, Mikrofon. Und was man hier auch knapp sieht, da dahinter ist ein Lüfter. Ja, die Kamera wird gekühlt. Ist jetzt nicht so, dass die A7 S3, die ich ja verwende, einen Lüfter bräuchte. Die funktioniert auch ohne tadellos. Aber die hier hat zusätzlich wie die FX3 noch einen Lüfter, was einfach noch ein bisschen besser, langlebiger irgendwas sein soll. Aber ja, wie gesagt, meine kann es ja auch ohne, aber trotzdem. Ist halt auch bei Videokameras ein bisschen üblicher. Gerade wenn man in einer heißen Umgebung ist vielleicht. Oder Videoprofis fühlen sich ein bisschen sicherer, wenn sie das haben. Ansonsten, was müssen wir noch anschauen? Ich glaube, wir haben das ganze Ding schon durcherklärt. Nein, etwas muss ich noch zeigen, was halt super praktisch ist. Sie hat hier vorne hat sie auch einen Knopf, der jetzt momentan auf Rec ist. Und wenn man den drückt, natürlich super für Selfies, geht hier oben das rote Licht an. Gerade wer wie ich in einem Ein-Mann-Betrieb arbeitet, ist natürlich praktisch, wenn man sieht, nimmt es jetzt wirklich auf. Und wenn man die Sicherheit hat, dass es wirklich aufnimmt, das ist wirklich noch praktisch. Ist mir auch positiv aufgefallen. Ansonsten, das ist in etwa die Hardware. Nun, wir können auch noch reingucken. Da sieht man es gleich, der Sensor ist natürlich viel kleiner, weil es ein APS-C-Sensor ist. Na, wirst du wohl. Also auf dem Kopf ein bisschen verkehrt. Ja, momentan habe ich das tatsächlich das Zoom-Objektiv mal noch drauf, dass ich das auch noch ausprobiert habe. Mein Lieblingsobjektiv im Test war aber das neue 15mm 1.4er Objektiv, was natürlich absolut optimiert ist für APS-C-Sensoren. Das habe ich auch genutzt, um meine Moderation zu filmen, als ich da die zwei A7-Kameras nebeneinander hatte. Damit kann ich ziemlich genau den Look imitieren, den ich jetzt habe. Jetzt habe ich ja die A7 S3 hier und dazu das Sony 24mm 1.4. Unglaublich gutes Objektiv. Ich kann damit fast alles. Und mit dem 15mm 1.4 auf APS-C kann ich das eben auch. Also es ist wirklich in etwa dieselbe Kombi, einfach in deutlich günstiger. Und das hat wirklich großen Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Und wie gesagt, ich habe es auch hier oben genutzt. Und was man halt auch kann, also weil das Ding hier kann halt einfach alles, was man braucht. Es kann in 4K filmen, was großartig ist. Funktioniert in allen Bildwiederholfrequenzen halt, die man gerne hätte. Ich filme ja alles in 24 Frames pro Sekunde. Und es hat halt eben auch 120 Frames pro Sekunde. Den Zeitlupen-Modus, wir können den mal schnell ausprobieren. Müssen wir hier wieder aufs Mode-Dial da rein, zack. Das Praktische mit 120 Frames pro Sekunde ist halt, dass man die Kamera einfach hinhalten kann, zurückziehen und man hat eine unglaublich ruhige Kamerafahrt. Ich nutze das so oft, das war mir auch im Test der R5 aufgefallen, die hat das ja nicht, die kann nicht 120 Frames pro Sekunde in 4K filmen, dafür kann sie 8K. 8K ist für mich so viel weniger nützlich als Super-Zeitlupe, weil ich damit einfach, ich erspare mir damit ein Stativ, ich erspare mir damit Kamera, Slider und all die aufwendigen Sachen und ich kann einfach husch husch ein paar sehr, sehr schöne Aufnahmen damit machen, das ist super praktisch. Und das kann man damit halt auch. Also das ist wirklich, wenn man schon eine Sony APS-C-Kamera wie die E10 hat und das Ganze ein bisschen professioneller noch machen möchte oder andere Ansprüche daran hat, da ist dieses Ding hier wirklich, das ist wirklich ein ganz, ganz guter Deal. Ist auch lustig, dass alle immer gerufen haben, wir wollen eine Sony APS-C7 und ein super Profi-Modell. Naja, stattdessen hat es ein super Profi-Filmmodell in APS-C gegeben, nicht eine Fotokamera. Das ist witzig. Nein, die ist wirklich
Müsste ich mir heute eine Videokamera kaufen für mein Studio und ich hätte nicht schon alles, ich würde ohne zu zögern die hier nehmen, weil die kann wirklich alles, was meine deutlich teurere Ausrüstung auch kann. Ich habe mir auch ernsthaft überlegt, ob ich mir die auch kaufen soll, aber für mich lohnt es sich nicht, weil ich ja schon alles auf Vollformat umgerüstet habe, bringt es nichts, wenn ich jetzt auch noch auf APS-C setze. Darum, falls ich mir mal noch eine Zweitkamera oder Drittkamera kaufe, kaufe ich mir eher eine A7 IV oder sowas. Weil wenn ich mir jetzt die kaufen würde, so reizvoll sie auch ist und so gerne ich sie auch verwende, ich müsste ja lauter APS-C-Objektive dazu kaufen und das wäre teuer. Wenn man hingegen schon im APS-C-System ist, ist die hier unglaublich verlockender Nordstern, wo man mal drauf hinsparen kann oder wo man hinzielen kann, wenn man ein bisschen ausbauen möchte bei seinem Video-Setup. Für Fotos, ja, mir haben auch Leute gefragt, kann man damit auch fotografieren? Ja, kann man, aber ist ein bisschen wie früher mit meinen Sony NEX-Kameras, ja, den Vorläufern der A7 und Alpha-Serien. Die hatten auch keine Sucher und waren auch nicht so wirklich auf einfache Bedienung ausgelegt, weil man halt auch keine Modusrädchen hatte, musste da alles hinten auf dem Bildschirm einstellen. Wo haben wir es da? Aber da hat schon Fotomodus. Da können wir ein Foto machen. Das funktioniert auf jeden Fall. Zack. Et voilà, ein Foto mit der Videokamera. Ja, das geht auch. Ist jetzt nicht die bequemste Fotokamera. Was auch noch dazu kommt, weil sie halt keinen Sucher hat. Ich habe den Sucher ehrlich gesagt vermisst. Ich mache ja viele Makroaufnahmen mit der Kamera, auch gerade im Videobereich. Und da habe ich dann dieses Objektiv jeweils drauf. Und wenn ich da dann mit dem Bildschirm und dem Objekt, was ich fotografiere oder filmen möchte, ist es ein bisschen ein Gewurstel. Wenn ich es ans Auge halte, kann stabilisiert es die Kamera und ich sehe exakt, wo es scharf ist. Da habe ich jedes Mal den Sucher vermisst auf dem Ding. Das ist noch lustig, ich dachte, ich vermisse den Sucher nicht, aber gerade für so Makroaufnahmen habe ich ihn vermisst. Ja, eigentlich wollten wir nur kurz über die FX30 sprechen, aber jetzt haben wir doch länger geplaudert, als ich gedacht habe. Nein, wirklich eine ganz, ganz spannende Kamera. Wer, wie gesagt, eben von der AE10 oder sowas kommt und deutlich mehr möchte, der findet das hier. Also da gibt es wirklich praktisch nichts zu nörgeln. Das Ding ist robust, das kann runterfallen, geht nicht sofort kaputt, der Akku hält ewig. Ja, wirklich eine Überraschung, dieses Ding. Ich habe große Freude dran gehabt im Test, aber jetzt muss ich sie wieder verpacken und weiterschicken. Gibt noch andere, die sie ausprobieren wollen. Verständlich, wirklich eine der spannendsten Sony-Kameras der letzten Jahre, weil halt Preis und Funktion unglaublich gut sind. Ist einfach krass, kriegt man so eine Kamera, die an Sachen kann, die früher nicht mal allerteuerste Profikameras konnten. Jetzt kann man das hier, das ist schon toll. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, schreibt mir die unten in die Kommentare. Ich beantworte die sehr, sehr gerne. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raphael hat schon wieder ein Video über eine Kamera gemacht und gar keine Testaufnahmen gezeigt. Ja, das mache ich jeweils immer häufiger so, weil erstens ist Bildqualität eh schon überall super und zweitens habe ich ja Videos verlinkt, die man gucken kann, wie es wirklich ausschaut. Ich finde es immer spannender, die Erfahrungen der Leute zu hören, als nochmal zu sehen, dass die Bildqualität einfach gut ist. Das sind immer so die Teile in Reviews, die ich überhüpfe, weil das finde ich jetzt nicht so spannend. Ich finde viel spannender, wie fühlen sich Geräte im Alltag an, was machen Leute damit, was kann es nicht. Und ja, das hier kann wirklich alles, außer 8K, aber das brauche ich ja nicht. Also, falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen und dann war's das für heute.